Wir werden heute doch schon beschwören. Und zwar die Transzendenzrolle bei mir, weil ich habe gesehen, Moment, und zwar, das endet ja bald, aber ich hätte gerne noch diese Bonus-Scroll mit dabei. Und das hier auch. Ich weiß nicht, ob auch diese Spezialbeschwörung dann endet. Deswegen beschwören wir heute die Transzendenzrolle und noch ein bisschen anderen Kram. Da machen wir das separat irgendwann mal. Aber Plan ist jetzt auf jeden Fall die Transzendenzrolle, hoffen, dass wir keinen Dupe bekommen. Die da zu beschwören wahrscheinlich, das hier zu beschwören und das hier zu beschwören. Ob wir das hier beschwören, kommt auf die Beschwörung an, würde ich an der Stelle einfach mal sagen. Gut, und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mit der Transrolle. Moment, erstmal gehen wir in den Channel von heute. Das ist der 14.07. Let's go. Und wir starten rein. Direkt, würde ich sagen, oder? Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und hoffen, dass wir kein Double Dupe bekommen. Blessing ist ja aktiv, kennen wir ja alle, ne? Let's go, komm. Gib mir Indra. Irgendwas Cooles. Let's go. Komm schon. Irgendwas Neues. Und es ist... Oh! Ah! Shio! Okay, der ist cool. Der ist neu. Ha, das ist einer meiner Monster, die ich gerne haben wollte. Also so overall gesehen. Nice. Okay, cool. Das akzeptiere ich. Okay, immerhin schon mal was Neues. Cool. Endlich, finally Shio, Mann. Das hat aber auch lange gedauert, bis der gekommen ist. Okay, sehr schön. Oh, das freut mich. Das ist cool. Okay, leider kein Indra, hä? Aber okay, ist auch gut. Ist ein sehr langes Most Wanted Monster von mir gewesen, tatsächlich. Werde ich wahrscheinlich auch spielen, sobald ich mal die Skill-Ups von ihm habe. Nice! Okay, dann legen wir weiter los mit den Mystischen, würde ich an der Stelle erstmal sagen. Oder? Ja, ich würde sagen, ja. Wir sind ja noch nicht durch. Vielleicht ist, keine Ahnung, vielleicht ist heute der Tag. Was ich nicht denke, aber wer weiß. Der Tag, dass wir irgendwie direkt noch was hinterhergeworfen bekommen, wie zum Beispiel eine Zenobia. Geil. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Nicht wirklich. Aber ist okay. Nehme ich hin. Good. Okay. Dann hoffen wir, dass wir eventuell noch was kriegen. Das nächste, was wir hoffen, ist, dass der Sound gut ist, weil ich habe keine Ahnung, was da los ist, ehrlich gesagt. Irgendwie mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Eben hat wir Startschwierigkeiten bezüglich des Mikrofons. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es immer mal ein bisschen kontrollieren darum, wie der Ausschlag ist. Ich glaube, ich bin basslastiger. Ich weiß aber auch nicht, warum. Also so im Gegensatz zu den alten. Außer man guckt am Handy oder sowas da. Das ist immer gleich. Aber so über Kopfhörer merkt man das. Okay, ein Tweaky. Akzeptiere ich. Das akzeptiere ich. Und schauen wir mal. Ich hoffe, der Sound, das nervt mich hardcore. Ich weiß nicht, was da los ist. Mal findet er die Connection oder nicht. Ich schätze, dass irgendwas mit dem USB-Slot irgendwie was verkehrt ist oder so. Aber genau wissen tue ich es auch nicht. Und das nervt hardcore. Irgendwas hat es zerschossen, aber ich weiß nicht, was. Und das nervt hart, Mann. Also generell, so Soundprobleme ist bei mir immer ganz kritisch, weil ich absolut keinen Plan davon habe. Ich hoffe immer, dass es irgendwie läuft. Und dann muss es auch laufen. Das wäre halt ganz schön, wenn es dann auch läuft. Okay, ein Azura. Geil. Ja, gut. Kann man mal akzeptieren. Irgendwie, ich weiß, viele schwärmen von dem Lichtdude. Ich weiß aber nicht, ob der Lichtgut wirklich, also ob der Lichtdude... Okay, das ist ein Dupe. Ist das Kernel? Oh ja. Oh, okay. Kanal. Ja, den werde ich mal erwecken, aber den. Kann ich den verfuden? Ja, ich habe ja den Bison, ne? Ja, ich werde den erwecken für den Pokédex und dann verfuden wahrscheinlich. Einen zweiten brauche ich jetzt nicht. Ich meine, ich mag den sehr stark, aber. Ja, jetzt nicht so stark. Schauen wir gleich mal. Falls wir die LDs aufmachen. Bin mal gespannt. Jetzt noch. Ich hätte gerne Indra, Mann. Gib mir doch einfach Indra jetzt. Nee, das ist eine Zyterrmeisterin. Irgendein. Ich würde Spaß mit dem Indra haben, Mann. Die sind so cool. That's the Ding. That's so cool. Aber, hey, 200 Fives in der Menge. Da kann ich mich schon mal nicht beschweren. Auch wenn, wie gesagt, auch wenn der Dupe ist. Aber das ist okay. Fürs Erste zumindest. Alles außer diese da. Genau. Blitzrate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in... 6 in... Oh ja, das ist guter Durchschnitt, grob. Gerade noch. Das ist schön. Vielleicht kriegen wir noch einen. Jetzt werde ich gierig, was unwahrscheinlich ist. Aber man darf ja noch hoffen, oder? Jetzt hier vielleicht Feuer-Indra.
Nee, wer ist das? Achso, die. Gladiatorin in a Water. Aha. Ja, das ist ja auch schön. Kann man vielleicht mal, wenn wir die Dark bekommen, was mit anfangen. Jetzt gerade ja eher schwierig. Oder Balance Patch. Müsste jetzt auch Ende des Monats kommen, richtig? Ich meine ja, Ende des Monats müsste der Balance Patch kommen. Melia, okay. Was brauche ich denn dann? Skill Ups 4-Star. Boah, weiß ich gar nicht. Aber ist jetzt auch egal, weil wir fast durch sind. Ja, auch egal. Vielleicht kriegen wir ja noch Han hinterher gleich. Kann ja passieren, wer weiß. Falls wir die LDs öffnen. Kann ja passieren, ne? Dass wir einfach mal jetzt gleich so einen Han oder hier den Licht-Indra bekommen, wer weiß. Oder vielleicht einfach einen Kinky endlich mal. Oder was war noch? Forster? Martina vielleicht? Ja, auch schön. Okay, hier nichts mehr. Aber wir haben ja noch die Zurückerstattung. Das ist so eigentlich mehr oder weniger einer der einzigen Gründe, warum ich das jetzt machen möchte noch. Weil ich gerne die Zurückerstattung noch mitnehmen möchte. Und das, ja, TUA hätte ich noch mitnehmen können zu dem Zeitpunkt. Aber ich hätte die zweite Transrolle halt nicht mitnehmen können, was halt ich echt ein bisschen doof fände. Oh, noch ein Lightning, okay. Mit. Ein Bonnet, okay. Oh, lang nie mehr gesehen. Also, beschworen. Noch ein Blei. Oh, okay. Die Zurückerstattung, die haben immer Bock irgendwie. Ja, Lea wäre auch geil. In den LDs. So eine Lea würde ich hart abfeiern, Mann. Das wäre schon schmackhaft, so eine Lea zu bekommen. Okay, da nichts mehr. Machen wir eben die Attribut-Scrolls auf. Sogar ein Lightning. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Der da. Keine Ahnung, wie der heißt. Da nicht. Wasser. Ja, Indra hier, immer noch. Gib mir Indra jetzt. Gib mir ein Lightning. Nein, wir sind voll. Okay. Nein. Okay, weg damit. Weg den Dreck. So. Oh, She-Ho ist aber geil. Also wie gesagt, über She-Ho freue ich mich tatsächlich schon so ein bisschen. Weil es einer meiner Most Wanted Monster war tatsächlich. Und ist neu. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Okay. Eigentlich würde ich tatsächlich sagen, wir können die LDs theoretisch mitmachen. Also ein Net 5 in den MS ist eigentlich okay. Dann haben wir noch ein, ja, aus den Transzendenzrolle Neues bekommen. Hätte auch schlimmer sein können. Hier können wir nochmal einmal auf Amber hoffen. Schade. Und dann nochmal eben hier die, vielleicht. Schade. Ja gut, dann machen wir einmal den Kernel. Ich glaube, ich muss einmal kurz was fusionieren, damit ich ihn einmal erwecken kann. Genau, die Hochdinger. Ich hoffe, ich kriege das eben hin. Ich schneide das mal kurz raus. Verfehlen wir den guten Kernel. Es tut mir leid für Leute, die Kernel brauchen oder wollen oder sonst was. Das tut mir leid, aber ich habe halt den Beisen, das reicht schon. Dann können wir, wie viel holen hier nochmal? 7, let's go. Hoffen wir mal. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich kein Blessing für die nächste Transroller. Ist schon okay. Okay. Also, wir haben nochmal 12, glaube ich. Ja, nee, 11, ne? 11. 11 LDs. Hoffen wir auf einen Blitz, okay? Hoffen wir auf einen Blitz. Das wäre schön. Ein Blitz in den LDs. Das wäre ein Träumchen. Let's go. Hoffen wir vielleicht auf Kinky, ja? Kinky wäre so das nächste. Oder Martina oder Lea wäre so das nächste LD Forster, was ich sehr gerne hätte. Vielleicht haben wir Glück. Was ich nicht denke. Aber wer weiß. Wir kriegen ein Lightning. Einfach. Einer aus der Gilde hat Han bekommen. Han. Also. Ja, ich meine GZ an der Stelle, aber das ist schon echt traurig. Ich hätte auch gerne Han. Ein Han, let's go. Nein, also irgendwas. Also es muss nicht unbedingt Han sein, aber Bella wäre auch geil, ja. Ich glaube, ich hatte ja mal ein Video gemacht zu meinen Most Wanted LD Net 5s. Eins von denen. Okay? Eins von denen. Das wäre ein Träumchen. Eins von denen. Komm schon. Yo, I'm Lightning. Oh, ich kann nicht hingucken. Was ist? Ich weiß nicht, für eine Farbe erstmal. Erstmal Farbe wissen. Es ist. Welche Farbe? Ich erkenne es nicht. Light. Light? Kinky? Kinky vielleicht? Kinky? Oh, damn. Ey, der ist neu. Ey. Immerhin. Oh, und kein Hall of Hero. Ey, okay. Not bad. Das ist tatsächlich fein. Hey, das ist tatsächlich okay. Das ist zwar jetzt keiner meiner Most Wanted LD Forsters gewesen. Ey, aber das ist nicht bad. Okay, nice. Okay, akzeptiere ich sehr, sehr gerne. Aber was ist mit Kinky? wo ist Kinky? Frage ich mich da jetzt. Wenn wir schon bei Forstars sind jetzt hier. Oder Martina. Irgendwas, was Schaden macht. Nicht so viel Support, okay? So ein bisschen mehr
andere Kram. So ein bisschen mehr Damage. Das wäre schön. So ein bisschen mehr Schaden so. Nasha vielleicht. Nee. Ja, Hahn wäre geil. Aber oder Neftis vielleicht. Oder. Ja, sowas halt, ne? So oder so. Oder so. Martina. Oder Yakinki. Oder. Naja, ein Blitz haben wir bekommen. Und es ist kein Hall of Hero. Wir nehmen es mal so hin. Ja, wir nehmen es mal so hin. Es ist gut. Es ist schön. Ich freue mich darüber. Es ist okay. Es ist okay. Ich weiß zwar noch nicht genau, was ich damit anfangen soll. Aber ich akzeptiere es mal. Ja, ist schon cool. Ist immerhin ein neues Monster. Wir nehmen es mal so hin. Es ist ein neues. Ups. Es ist ein neues Monster, ein Four-Star, was ich noch nicht habe. Das ist der Vorteil an der ganzen Geschichte. Und es ist. Ja, ist leicht zu skill-uppen. Nehmen wir es auch nochmal so hin. Ich krieg das aber, dieses Geschwuppdiwuppdi hier gerade irgendwie geil mehr hin. Okay, schade. Ich glaube, das war's mit den LDs. Ey, ist okay. Aber hätte auch ein Kinky sein können. Ja, irgendwas, was mir halt mehr bringt als ein Huadam. Aber es ist okay. So, last one. Schade. Okay. Schade Schokolade. Da ist schon mal nichts. Gut. Machen wir eben die LS auf. Vielleicht haben wir hier nochmal die Chance auf den Indra. Wer weiß. Let's go. Nein, aber es ist tatsächlich nochmal ein Net 5. Holy moly. Es ist aber ein Dupe. Okay, die LDs werden wir dann aber aufsparen für die nächste, würde ich sagen. Oder ich behalte sie für den Blessing. Das kann auch sein. Vielleicht behalte ich das auch für den Blessing. Okay, und die Spezialscroll. Es ist ein LD-Monster. Was anderes kann es nicht mehr sein. Wer ist das? Ich dachte kurz Silvia. Oh nee, der Dude, Alter. Na, ah, den habe ich schon. Den habe ich schon. Ah, okay, war aber eine gute Beschwörung. Dagegen kann man echt nichts sagen. Es war eine gute Beschwörung. Es war tatsächlich eine gute Beschwörung. Aber leider ist das ein Dupe. Der ist auch ein Dupe. Ja, aber die Four-Star-Dupes behalte ich immer mal so ein bisschen. Ach, ich dachte kurz, es ist Silvia, Mann. Hatte ganz kurz Hoffnung, dass das eine Silvia ist, Mann. Uff, okay. Ich meine, Silvia wäre okay gewesen. Wäre jetzt auch nichts, was mich groß weiterbringt. Außer im Gilden-Content vielleicht. Ja, ist okay. Den Monkey, den verfeature ich aber dann andermal. Weil ich habe jetzt keine Ressourcen mehr dafür. Haben wir hier nochmal. Ah, wir haben nochmal zurückerstattet. Die können wir dann nochmal öffnen. Alter, okay. Also, das war echt schon. Also, seit langem mal wieder eine verdammt gute Beschwörung. Das muss man halt auch mal sagen, ne? Last one. Okay, schade. Hätte aber sein können. Das muss man ja schon sagen. Also die war jetzt echt nicht bad. Leider, wie gesagt, nichts. Ah doch, der Shiho. Der hat einfach zwei Monkeys gezogen, lol. Der Shiho, das war ein Most Wanted Monster, genau. Also eins meiner Most Wanted Monster. Okay, sehr schön, geil. Okay, gut, dann bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat alles mit dem Sound gepasst. Haut rein.